Der groß angekündigte Luftverkehrsgipfel erscheint heute wie ein Man-müsste-mal-Gipfel. Nur man müsste mal rettet keine Arbeitsplätze, man müsste mal bringt die so stark im Sinkflug befindliche Luftverkehrsindustrie nicht wieder zu besseren Zeiten. Denn auch die Luftverkehrsindustrie ist in einem zweiten Corona-Lockdown nach den Lockerungen im Sommer und dem kurzen Aufatmen jetzt wieder sehr, sehr schwierige Situation. Wir brauchen kurzfristig Unterstützung, das ist richtig, aber langfristig braucht die Luftverkehrswirtschaft Impulse und Ideen und auch Mut für die Zukunft. Und die Industrie bietet hier sehr, sehr gute Möglichkeiten und wir wünschen uns politische Unterstützung. Und es gibt einiges, was hier direkt zu tun wäre. Wir brauchen klare Reiseregeln, klare Regeln für Quarantäneregionen. Da ist viel Durcheinander drin, was zu Verunsicherung führt und es der Luftverkehrswirtschaft schwierig macht, ihr eigentliches Produkt, das Fliegen, Menschen von A nach B zu bringen, anzubieten. Wir brauchen klare Teststrategien, die es ermöglichen, überhaupt das Reisen wieder möglich zu machen. Hier begrüßen wir, dass Airlines wie die Lufthansa jetzt mit Tests beginnen. Hier wünschen wir uns politische Unterstützung, gerade auf internationaler Ebene und klare Aussagen dazu, wie es den Airlines möglich gemacht wird, wieder gesundheits- und hygienebewusst ihr Produkt anzubieten, was ja vor Corona wunderbar am Markt funktioniert hat und auch funktionieren würde, wenn es diese Pandemie nicht gäbe. Wir brauchen aber, und das ist eine Forderung, die auch schon vor Corona bestand, Unterstützung finanzieller und grundsätzlicher Art. Wir fordern, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen und wir fordern außerdem, die Luftsicherheitsgebühren auf den Staat zu übertragen. Es ist eine hoheitliche Aufgabe, für Sicherheit im Luftverkehr zu sorgen. Dies würde langfristig die Luftverkehrswirtschaft entlasten. Denn es muss alles getan werden, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihr Produkt an den Markt zu bringen. Es ist sehr viel Verunsicherung da, es ist sehr viel Fehlinformation da und es ist sehr bedenklich, wie sich unsere Luftverkehrswirtschaft in Deutschland, aber auch in Europa anderweitig sonst entwickeln können sollte. Also statt man müsste mal, was wird konkret jetzt getan, um Arbeitsplätze zu schützen, im Bereich der Airlines, im Bereich der Flughäfen, aber auch in den gesamten Gebieten drumherum. Ich erinnere da an die Mitarbeiter im Einzelhandel in den Flughäfen, an die Mitarbeiter, die für die Flugsicherheit zuständig sind. Also hier hätten wir uns mehr erwartet und hoffen auf klarere Schritte, die ein Signal senden. Fliegen wird auch in Corona-Zeiten weiterhin möglich sein. Gibt es Nachfragen? Ja, gibt es. Also bitte schön. Wenn Sie fordern, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen, inwieweit verträgt sich das mit dem umweltschutztechnischen Gesichtspunkt? Also gerade im Luftverkehr ist man ja dabei, sehr, sehr neue Ideen und Technologien auszuprobieren. Man war vor Corona auf einem sehr guten Weg, eben das Fliegen auch klimaneutral möglich zu machen. Hier sollten die Anstrengungen verstärkt werden, aber es muss jetzt eben alles getan werden, was langfristig hilft und die Unternehmen nicht behindert. Und hier ist es einfach ein großer Anteil an den Ticketgebühren, was im Moment auch schon vorher, aber im Moment noch zusätzlich in den Vertrieb und der Luftverkehrsunternehmen behindert. Das ist eine Forderung, die im Übrigen auch nicht völlig neu ist, die auch schon andere vor uns gefordert haben. Aber jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das auch endlich durchzusetzen. Gerade was die Lufthansa angeht, scheint ja aus deren Bilanzen doch hervorzugehen, dass sie anders als viele andere, vermutlich auch wesentlich schwerer betroffene, von der Corona-Krise betroffene Branchen über Rücklagen verfügt, sodass da möglicherweise eine größere Unterstützung gar nicht erforderlich ist. Ich glaube, die größte Unterstützung für die Lufthansa ist es, ihr die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft wieder fortzusetzen und durchzuführen und selbstständig Geld zu verdienen. Alles andere ist sehr, sehr kurzfristig und führt nur zu kurzfristiger Liquidität, die wir brauchen, die aber langfristig keine Perspektive öffnet. Man muss sich auch immer vorstellen, dass die Airlines ein Stück weit auch gezwungen sind, Verluste zu produzieren, denn sie machen eben nicht mal eher nichts, dir nichts. Piloten und Flugbegleiter sozusagen müssen ihre Lizenzen aufrechterhalten. Im Moment wird viel Luft durch die Gegend geflogen, weil es so eine unsichere Situation gibt, weil Quarantäneregeln dagegen sprechen. Also wie gesagt, langfristig muss einfach alles Mögliche gemacht werden, damit die Wirtschaftsunternehmen dort wieder vernünftig arbeiten können und selbst Geld verdienen. Und das muss die Botschaft sein. Mal bezogen konkret auf die Flughäfen einer Region, aus der Sie ja selbst auch kommen, aus Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, da gibt es Erfurt, Leipzig und Dresden. Welche Unterstützung würde da konkret nötig sein und inwieweit sind Sie mit dem einverstanden, was der Verkehrsminister da anbietet?
Ja, der Verkehrsminister bietet im Moment ja noch nichts Konkretes an. Die Forderungen und die Gespräche mit dem Finanzminister laufen ja wohl. Diese von Ihnen genannten Flughäfen sind sehr unterschiedlich zu bewerten. Der Flughafen Leipzig zum Beispiel hat das Glück, dass im Frachtverkehr noch jede Menge Betrieb am Himmel ist und dadurch man das ein Stück weit ausgleicht. Kleinere Regionalflughäfen, wie zum Beispiel Erfurt, haben da andere Probleme. Ein Stück weit sind hier natürlich auch die Anteilseigner gefragt. Das sind oft Kommunen und Länder, denen diese Flughäfen gehören, hier kurzfristig zu helfen. Aber auch da wieder, ein Flughafen kann am besten leben, wenn Flugzeuge fliegen, wenn Menschen mobil sind, sich damit bewegen und wenn wir auch ein Stück weit jetzt nicht erreichen, dass es eine Bewegung gibt, komplett weg vom Fliegen, weg vom Reisen, auch von Weltoffenheit und von Mobilität. Das muss verhindert werden, da kann man politisch einiges dafür tun. Es geht ja in dieser Frage auch um Arbeitsplätze und zwar um eine ganz erhebliche Zahl. Wie bewerten Sie da das Angebot des Bundesverkehrsministeriums an die Branche? Na, auch da ist die große Herausforderung, dass Arbeitsplätze nur dauerhaft gesichert werden können, wenn sie Arbeit haben, wenn sie etwas zu tun haben, wenn Flugzeuge fliegen, wenn Flugzeuge landen und starten haben, Leute, die in diesem Bereich arbeiten, etwas zu tun. Also ich kann nur noch mal wiederholen, die Aufgabe muss sein, gemeinsam mit der Industrie jetzt für Hygienekonzepte auch beim Fliegen zu sorgen, genau zu schauen, wie hoch sind die Ansteckungsgefahren in den Flugzeugen, wie kann man sich mit anderen Ländern darauf einigen, durch Schnelltests hier das Produkt wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und als Folge daraus werden Arbeitsplätze in der gesamten Industrie auch dauerhaft gerettet. Aber sind nicht zum Beispiel Dinge wie Hygienekonzepte, um sich selbst als Branche sozusagen am Fliegen zu halten, um mal in diesem Bild zu bleiben, eine Sache der Branche selbst und nicht der Politik? Genau, deswegen geht es mir auch um Unterstützung der Politik. Wir haben ja ganz oft eine Schwarz-Weiß-Diskussion, als würde man, wenn jetzt eine Branche, das trifft ja auch noch die Reisebranche zu einem großen Teil, die Schnelltests fordern, dass man dann als wäre das so eine Schwarz-Weiß-Diskussion, man bräuchte die jetzt alle für vermeintlich ethisch wichtigere Dinge. Und ich glaube, dass beides geht. Also ich glaube, nicht nur, weil wir eine Teststrategie im Luftverkehr möglich machen mit, sagen wir, Tests an Flughäfen, dass das bedeutet, dass wir die Tests dann nicht woanders einsetzen können. Da glaube ich an das Prinzip von Angebot und Nachfrage, dass wenn es sozusagen Tests benötigt, dass die dann auch zur Verfügung gestellt werden, das Unternehmen geben wird, die herstellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Forderung an die Politik. Die Airlines zeigen ja, dass sie bereit sind, sich hier was zu überlegen. Aber auch politisch könnte man ja das Signal senden, Fliegen ist nichts Unsicheres. Fliegen wird es auch in Zukunft geben. Wir werden uns Dinge überlegen, um es halt sicherer zu machen. Und das ist der politische Wunsch. Ich glaube, dass die Unternehmen da sehr, sehr gut wissen, was sie für Ideen haben, wie in anderen Branchen unseres Landes im Übrigen auch. Also lieber gestern als heute. Ich glaube, dass es notwendig ist, sehr schnell zu Entscheidungen zu kommen, kurzfristiger Finanzierung, aber eben auch langfristiger Perspektiven. Eben nicht zu sagen, wir werden mal schauen, ob wir international uns irgendwie einigen können, sondern eben zu sagen, wie können wir klare Regelungen mit anderen Ländern treffen, dass Teststrategien funktionieren und Flugverbindungen wieder aufgebaut werden können. Ja, also wenn ein Markt exemplarisch ist für grenzüberschreitenden Verkehr, dann ja gerade der Luftverkehr. Natürlich ist das kein national zu klärendes Problem, sondern auch Unterstützung aus dem europäischen Raum sehen wir da sehr, sehr positiv. Aber auch da fehlt es im Moment nach einer gewisser sozusagen Deutlichkeit, was das genau sein soll. Aber natürlich werden wir das nur, wie viele andere Dinge auch, im europäischen Verbund lösen können.